Grenadiers und Füsiliers, gebet Achtung! Achtung! Präsentiert das! Ja! Paradeaufstellung zur Meldung, die Augen links! Königliche Hoheit, Exzellenzen, Paradeaufstellung anlässlich des 250. Jahrestages unseres Regiments in Spandau eingetreten. In ihren historischen Uniformen der preußischen Armee um 1750 repräsentieren die Gardisten der Spandauer Stadtgarde das 1740 gegründete Prinz-Heinrich-Regiment, das 35. Infanterieregiment der preußischen Armee. In Erinnerung an die Stationierung vor genau 250 Jahren hier in Spandau fand am 7. Juni 2014 vor der Nikolaikirche eine Gedenkveranstaltung direkt vor dem Grundstück des ehemaligen Prinz-Heinrich-Palais, es steht heute nicht mehr, statt. Zustande gekommen ist diese Veranstaltung unter Mitwirkung von vier Spandauer Vereinen: die Arbeitsgemeinschaft Fort Haneberg, die Schützengilde zu Spandau, die Spandauer Stadtgarde und die Heimatkundliche Vereinigung Spandau. Alle vier sind mit der Spandauer Historie eng verbunden. Die Festredner der Veranstaltung waren der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Helmut Königshaus, der Spandauer Bürgermeister, Helmut Klebank und Karl-Heinz Banasch von der Heimatkundlichen Vereinigung Spandau. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und Dank für die Unterstützung. Am heutigen Tag haben wir uns erlaubt, das Bild vom Rocketschützer Bach zu sammeln und Ihnen hiermit zu überreichen. Danke, Herr Korporal. Auf den Tag genau vor 250 Jahren, im Jahre 1764, wurde das Regiment von Potsdam nach Spandau beordert. Rechte Hand ans Gewehr. Gewehr hoch. Spannt den Hahn. Legt an. Gebt Feuer.